nicht im Menschen selbst gründet das Glück, dass er essen und trinken und durch seinen Besitz das Glück selbst kennenlernen kann. Ich habe vielmehr beobachtet, dass dies von Gottes Verfügung abhängt. Denn wer hat zu essen, wer weiß zu genießen, wenn nicht ich? Wir werden also, bis Gott das Herz des Gouverneurs hoffentlich erhält, die Nacht mit Fasten und Beten verbringen. Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus Christus. Schmatz nicht so. Sag mal, hast du einen Knall? Nein, aber ich habe eine Erscheinung gehabt. Mir ist gerade der heilige Josef erschienen und weißt du, was er gesagt hat? Mein Sohn, man hat die drei begnadigt. Sie sind jetzt außer Gefahr, also kannst du essen. Mann, seit 2 Tagen habe ich nichts mehr gegessen. Mir hängt der Magen in den Kniekehl. Scherze dieser Art vertrage ich ganz und gar nicht. Also leg die Keule wieder zurück. Wieso? Ich habe eine Erscheinung gehabt. Pack die Keule auf den Teller. Nö, Keule. Sag mal, bist du ganz sicher, war das wirklich der heilige Josef? Ave Maria. Selbstverständlich, ich kenne ihn noch gut. Er hat mir außerdem noch guten Appetit gewünscht. Aber es gibt Menschen, denen Gott wohl will. Es sind die, denen er Wissen, Können und Freude geschenkt hat. Und es gibt Menschen, deren Leben verfehlt ist. Es sind diejenigen, die er mit dem Geschäft beauftragt hat, zu sammeln und zu horten und dann alles denen zu geben, denen er wohl will. Auch das ist Windhauch und Luftgespinst. Jetzt braucht es nur noch ein paar schlechte Schäfer an der Spitze der Pyramide, dann läuft alles in die Scheiße. Aber voll rein in die Scheiße, das läuft so stockvoll in die Scheiße, dass man heulen könnte. So kann die Menschenmasse so eine richtige kollektive Arschbombe in die Scheiße machen. Die ganze Welt kann man so in der Jauchegrube versenken, dass die Scheiße hochspritzt bis ans Firmament. Und dann kann's noch jahrelang Scheiße regnen, da tropft die Scheiße von den Sternen auf die Welt oder auf das, was davon übrig geblieben ist.